Hui, das hatte ich aber auch noch nie. Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser-Unterhaltung. Ich bin Raibun. Heute gibt's wieder ein schönes neues Video. Ab sofort hätte ich beinahe gesagt, nein, heute ausnahmsweise mal die Briten, die, ja, glaube ich, im Spiel seit doch einigen Updates jetzt sehr, sehr leiden müssen. Vor allen Dingen, weil die APDS-Munition nicht so gut funktioniert. Ich weiß, jetzt kommt wieder der eine oder andere, ich weiß gar nicht, was du willst. Die APDS-Munition funktioniert doch super. Ich glaube tatsächlich, es kommt auf den Panzer an. Denn zum Beispiel wie bei dem hier, beim FV4004, dem Conway, ist das tatsächlich so, dass die APDS anscheinend besser funktioniert als bei anderen Panzern. Der Conway ist auf dem Weg in Richtung der Raketenpanzer. Keine Ahnung, warum Gaijin das so gemacht hat. Wahrscheinlich, weil es einfach die Panzerjäger-Reihe ist, die sich ja hier, ja, gut, der Valentine ist jetzt kein Panzerjäger, aber die dann quasi dann ab dem Archer losgeht, über den Achilles, über den Avenger, den Charioteer, die Tortoise, FV4005, dann FV4004 und dann Swingfire und Striker. Ich bin mir auch nicht ganz im Klaren darüber, warum der FV4005 mit der größeren Kanone auf 6.7 ist und der Conway auf 7.0. Ich nehme schlicht und ergreifend einfach mal an, Gaijin hat das gemacht, weil der FV4005 dieses riesengroße Scheißhaus auf der Wanne hat. Also dieses Dixie-Klo hier. Und tatsächlich eher immobil daherkommt mit 59,5 Tonnen. Da wiegt tatsächlich der Conway ein bisschen weniger. Das heißt, er ist auch ein bisschen mobiler unterwegs, als das der FV4005 ist. Der FV... Hui, das hatte ich aber auch noch nie. Entschuldigung. Der FV4005, rotzt natürlich hier ordentlich mit seiner Hash-Munition rum. Das ist ein absolut brachiales Gerät. Allerdings seid ihr mit dem Ding auch für alles und jeden ein Ziel. Ihr seid offen wie ein Scheunentor mit diesem riesengroßen Turm oben drauf. Bei dem FV4004 ist es nicht ganz so schlimm. Da ist der Turm zwar auch schon mächtig und keine Ahnung, warum die den nicht flacher bauen konnten. Ich nehme an, es einfach nur wegen dieser brachial riesigen Kanone, was nur eine 120mm Kanone ist im Vergleich zu der 183mm Kanone des FV4005. Aber sei es drum. Das Ganze sitzt auf einer Wanne von einem Centurion Mark III und hat einen Durchschlag auf der APDS von 361mm auf 100m. Bei 90 Grad Aufschlagswinkel, bei 30 Grad sind es immer noch 352mm und die 60 Grad, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die Munition müsst ihr auch nicht erforschen, die habt ihr gleich, denn ihr habt nur die Hash und die APDS. Beides funktioniert tatsächlich ziemlich gut und ich zeige euch jetzt mal eine Runde, ja, die doch besser lief, als ich es am Anfang gedacht habe. Und da sind wir in der Runde drin. Wir sind auf einer meiner Lieblingsmaps und zwar auf verlassene Fabrik und schauen jetzt mal, was mit dem Conway hier so geht. Also diejenigen von euch, die den FV4005 schon haben, die sehen und wissen, dass dieser Panzer hier von der Mobilität her, ich sag mal im direkten Vergleich, der Ferrari ist unter diesen beiden Panzern. Tatsächlich, was das Wenden auf der Stelle angeht, das haben die Briten nicht erfunden. Das ist einfach, ja, naja. Wenn ich mich recht entsinne, das ist eine Runde noch aus dem vorangegangenen Update, also aus 1.79. Deswegen
habe ich das Ganze vorher aufgenommen, aber ohne Kommentar. Und hier seht ihr auch an dieser Stelle, wo ich da den Panther gerade reingeschossen habe, dass da an der Stelle prallen gerne mal normale Granaten ab. Mit dem Conway geht das durch wie Butter. So, da oben steht der Panther 2. Können wir den beschießen? Ja. Und auch da seht ihr der Winkel, dass das einfach, dass hier die APDS wunderbar funktioniert. Ich glaube, es ist sogar, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ich hatte nicht nachgeschaut. Es kann tatsächlich sein, dass das auch nur ein 7-0er-Gefecht gewesen ist. Und auch hier, auch das ist so eine Stelle, wo man gerne mal abprallt am Gunmantel von russischen Panzern. Gerade bei den T-44-Modellen, aber das geht hier mit der APDS durch wie Butter. Und an der Stelle habe ich schon gedacht, uiuiuiui. Na, der Conway, da geht ein bisschen was. Und hier scheinen auch die Gegner tatsächlich nicht zu sehen, wo ich stehe. Was für uns ziemlich gut ist. Da der Panzer auch gefühlt unfassbar hoch ist. So, da habe ich gerade den T-44-100 fahren sehen. Der steht da auch immer noch. Da sehen wir das Heck. Kurz überlegt, schieße ich aufs Heck und versuche ihn brennen zu schießen. Aber das hat dann, habe ich dann sein lassen. Und man sieht ja auch schon, wie sich da schön die Front aufgebaut hat. Ziehen wir mal in Richtung B. Ja, und auch hier, wenn ihr um eine Kurve fahren wollt, da ist der Conway tatsächlich auch eher mäh als gut. So, jetzt ist B gekappt. Warten hier kurz. Wenn man dann nämlich rausfährt, läuft man auch große Gefahr, oben von der Fabrik aus beschossen zu werden, weil die Fabrik halt ein bisschen höher liegt. Ui. Auch hier, ich weiß gar nicht, ob mich der Schuss getroffen hat oder an mir vorbeigeflogen ist. Das war sehr, sehr viel Glück, weil es ein IS-2 war. Der hätte mich hier locker zum Platzen bringen können mit einem Schuss. Aber glücklicherweise haben wir hier eben noch durch den Turm schießen können. Zwei Abschusshilfen, so da drüben der Tiger 2 mit der 10-5er, der uns jetzt sieht. Und da sind wir jetzt tatsächlich mal abgeprallt. Beziehungsweise haben keinen Durchschlag generiert. Die Granate ist einfach irgendwo im Nirvana verschwunden an seinem Turm. Was, glaube ich, in dem Match die einzige Situation war, wo ich so dachte, hä? Der hat niemals 361 mm am Turm. Also, zweiter Versuch. Und jetzt geht's. Und das ist so ein bisschen das, was mich tatsächlich wirklich aufregt an der APDS, dass sie nicht bei jedem Panzer gleich funktioniert. Weil wenn ihr das jetzt hier seht, dann könntet ihr denken, boah, geil, da geht ja alles durch mit. Ja, aber das Problem an der ganzen Sache ist, das kann dann schon ein, zwei Runden später wieder anders aussehen. Aber das ist halt War Thunder, ne? Heute top, morgen flop. Kennen wir ja alle, ne? Es kann drei, vier Runden gut laufen und dann läuft es nicht mehr. Das ist genauso wie wenn man sich einen Premium-Panzer kauft, damit erstmal der King im Ring ist und plötzlich kriegt man nur noch auf die Fresse. So, jetzt haben wir mittlerweile zwei Panzer schon abgeschossen. Eine Abschusshilfe, die Zone mitgekappt, 1286 Punkte. Und jetzt orientieren wir uns hier mal ein bisschen, um zu schauen, von wo die Gegner kommen. Wir müssen auf jeden Fall nach Stand jetzt aus Richtung A kommen. Auf C oben ist auch einer, aber da stehen noch zwei von uns. Trotzdem orientiere ich mich jetzt mal um, weil es doch von hier unten aus
erstmal leichter ist, nach C hoch zu wirken. Aber die Jungs brauchen da meine Hilfe nicht. Deswegen orientieren wir uns wieder um. Und was jetzt dann hier auch viele Spieler machen ist, ihr habt es jetzt gesehen, die Front hat sich jetzt auf der 6er-Linie aufgebaut und da bleibt es halt in einigen Gefechten, bleibt es halt dabei, dass halt die Front dann irgendwann stehen bleibt oder das eigene Team so weit vorpusht, dass sie halt eben komplett aufgeraucht werden alle. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich halt sage, da muss man immer den richtigen Moment abpassen und man muss vor allen Dingen auch die Minimap beobachten, weil es gibt sehr, sehr viele Spieler, die dann einfach nur brachial nach vorne fahren und sich dann plötzlich wundern, hä, ich stehe ja alleine hier vorne, weil sie halt eben nicht darauf warten, dass die eigenen Teammates mitfahren und weil sie schlicht und ergreifend auch die Minimap nicht lesen. Und zum dritten denken sie dann, sie wären der King im Ring und könnten alleine alles wegbolzen, was geht. So, auch hier den Coelian noch mitgenommen, Abschuss Nummer 3. Und da ist das tatsächlich dann das taktische Verständnis, geht dann so gegen Null und dann wundern sich alle, dass sie dann rausgekloppt werden. Und in 1.7.9 war das ja tatsächlich noch was anderes. Da musste man ja tatsächlich noch vorsichtig sein, wie man fährt. Das hat sich ja mit 1.8.1 jetzt tatsächlich geändert. Dadurch, dass die Spawnpunkte für die Fahrzeuge herabgesetzt wurden, hat man jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten, öfter ins Spiel einzusteigen. Was zum einen gut ist, zum anderen wird da das Spielprinzip Wildsau noch viel krasser praktiziert, als es vorher der Fall gewesen ist. So, die beiden, die hier in B drin standen, die sind jetzt leider auch schon raus, von denen haben wir jetzt nichts mehr abbekommen. Dafür können wir aber noch ein bisschen mitcappen. Ihr seht das auch unten in der Leiste, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen und ihr habt es vielleicht auch gerade eben im Hangar gesehen. Ich habe den Panzer noch so gut wie Stock. Ich habe gerade mal jetzt noch das Repair Kit und forsche gerade auf den Feuerlöscher. So, ui. Irgendwas. Wer beschießt uns? Ach, die ZSU. So, der zieht uns die Kette. Wir stehen tatsächlich jetzt ein bisschen dämlich. Deswegen drehe ich mich hier jetzt weiter, damit er mich nicht weiter in die Seite reinschießen kann. Hab jetzt natürlich das Problem, dass ich hier nicht um die Ecke wirken kann, weil wenn die ZSU jetzt vorfährt und ihr seht, dass ich peek hier um die Ecke, der steht da immer noch. Um zu warten, bis meine Kette repariert ist. Und jetzt ist sie wieder drauf. Also ein bisschen im Sidescrape raus. Und einen schönen Hullbreak bei ihm ausgelöst. Und damit Abschuss Nummer 4. 2025 Punkte. Die Runde läuft mit dem Conway momentan ganz gut, aber ihr seht das auch schon wieder, ne? Ich hatte auch letztens in einem Gefecht, wo ich auch mit Implied unterwegs war, wo wir in der Staffel gefahren sind, mit noch zwei anderen aus Chepok, sind wir T54 gefahren, weil wir nämlich einfach mal rausfinden wollten, beziehungsweise einfach mal testen wollten, ja, wie sich das eigentlich verhält, denn die sind, ich weiß gar nicht, ich glaube in einem seiner letzten Streams war es, glaube ich, sind die Simulator gefahren, meine ich, und sind von T54ern komplett auseinandergenommen worden und das wollten wir dann selber auch mal ausprobieren. Weil wir dann schon immer auch mal den Verdacht hatten, und ihr kennt das sicherlich auch, dass ihr werdet von irgendwelchen Panzern auseinandergenommen, könnt die beschießen, wie ihr wollt und kriegt sie nicht kaputt. Und sobald ihr in diesem Panzer drin sitzt, nimmt euch alles raus, was geht. Das ist natürlich so ein bisschen Aluhutgelaber, aber man hat trotzdem einfach das Gefühl, dass es so ist. Und das wollten wir einfach mal ausprobieren und ja, zum Großteil war es natürlich dann bei uns auch so. Aber
worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Sache, das hier ist jetzt, ich meine, ein 7-0er-Gefecht und das zeigt mal wieder, wenn ihr halt hier seid, dass da natürlich ja für euch einiges geht. Ich hatte auch, wie gesagt, ein T54-Gefecht, wo wir in der Staffel gefahren sind. Da hatte ich 11 Abschüsse. Ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen, ob ich das mal hochlade, weil es geht tatsächlich eigentlich nicht darum, euch dann zu zeigen, was ich für ein geiler Typ bin und wie viele Abschüsse ich da generiert habe, sondern eher eigentlich so die Koinzidenz zwischen, ja, zwischen dem Matchmaking und dann der entsprechenden Spielerfahrung. Und auch da gibt es wieder Unterschiede. Normalerweise habe ich immer so die Erfahrung gemacht, ich würde jetzt mal behaupten, in, ja, da müsste ich jetzt überlegen, ich würde mal sagen, in 6 von 10 Gefechten ist es so, dass wenn ich Hide hier bin, ich auch mit dem ersten Schuss oder spätestens mit dem zweiten Schuss rausgeklatscht werde. Da sind dann solche Runden, wie ich sie im T54 hatte, tatsächlich eher selten. Wenn ihr die Runde sehen wollt, dann schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare, dann mache ich da auch ein Video draus, weil russische Panzer sind ja nie immer so beliebt und gerade wenn es dann auch sowas geht um den T-54, der ja sowieso den Ruf hat, ein OP-Panzer zu sein, muss man mal gucken. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Wir haben derweil schon den vierten Panzer rausgeklickt. Schon die vierte Zone gecappt, 2 Abschusshilfen, 2652 Punkte. Also wir sind momentan mit dem Conway gut dabei. Normalerweise ist das eigentlich schon eine ziemlich gute Runde, aber die Runde ist ja noch nicht fertig und es geht noch weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und das ist natürlich was, da macht so ein Panzer natürlich richtig Spaß. Und das ist auch wieder ein Idealbeispiel, wie es laufen kann. Ihr wisst es, aber jeder von euch weiß auch, wie oft es passiert, dass man tatsächlich dann gleich schon mit dem ersten Schuss rausgeklickt wird. Obwohl zum Beispiel auch, keine Ahnung, neben einem 3 andere stehen, die eigentlich auch ja ein viel lohnenderes Ziel wären. So, und auch hier ist das Map-Design natürlich wieder so, dass man irgendwann gezwungen ist, auf den gegnerischen Spawn zuzufahren. Aber hier gibt es auch immer noch genug Stellen, wo sich auch Gegner zwischen den Fabrikgebäuden verstecken können. Da vorne jetzt der Packwagen ist auch raus. Der Kugelblitz. Jo. Abschluss Nummer 5. Und ich habe es in einem der letzten Videos schon gesagt, also das ist jetzt so ein bisschen die Abschmatzphase. Grüße gehen raus an der Stelle an Mausakrobat. Einen der, wie ich finde, besten und auch unterhaltsamsten World of Tanks YouTuber. Und der trifft es mit diesem Begriff tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber auch das ist ein Thema für sich. War Thunder, World of Tanks, ne? Das sind so zwei Welten. Das ist, glaube ich, so wie Apple und Google. So, die Runde ist gleich durch. Ihr seht das. Wir haben fast schon gewonnen. 5 Abschüsse haben wir. 4-mal eine Zone gecapped und 2 Abschusshilfen noch generiert. Also die Runde für uns an der Stelle ziemlich gut gelaufen und dann gehen wir jetzt nochmal in den Hangar. So, also wie gesagt, das war jetzt wieder ein Idealbeispiel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie macht mir der Conway schon Spaß. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Man muss ihn natürlich, wie jeden Panzer, da erzähle ich euch auch nichts Neues, entsprechend fahren. Aber ich glaube, wenn man den Dreh mit dem Ding raus hat, dann kann der wirklich extremst viel Spaß machen. Auch wenn er jetzt nicht der mobilste ist, er ist immer noch mobiler, als es der FV4005 ist. Und ja, mit diesem Ding hier könnt ihr auch locker, mit dem Durchschlag, könnt ihr da auch locker noch
auf BRs von, ich würde jetzt mal sagen, so 7-7-8-0 könnt ihr definitiv auch noch mithalten. Also kommt halt eben auf den entsprechenden Panzer an. Beim IS-4M dürfte es schon ein bisschen schwerer werden, aber beim IS-3, den kann man, glaube ich, damit ganz gut wegknacken. Beim T-54 an der einen oder anderen Stelle könnte es da auch wieder schwierig werden, aber auch da sage ich, ja, das ist schon ganz gut. Da kann man auch auf 7-7 noch mitarbeiten. Und ja, auf 8-0 denke ich sowieso. Das wird auf jeden Fall auch hinhauen. Er macht definitiv Spaß. Ihr habt das Idealbeispiel jetzt gesehen. Für mich ist bei der Forschung hier bei den Briten jetzt sowieso Schluss, weil Swingfire und Striker will ich nicht haben. Deswegen geht es jetzt bei mir hier nur noch in Richtung Chieftains bzw. Challenger und dann auch noch zum Warrior dann irgendwann. Und dann war es das für mich bei den Briten dann auch. Dann habe ich mich da schon ja, ziemlich durchgequält. Wobei Rang 3 und Rang 4 bei den Briten macht tatsächlich ziemlich viel Spaß. Rang 2 auch noch, stimmt, weil hier noch die Cromwells mit drin sind. Also alles solche Geschichten. Die Briten sind ja dadurch, dass sie ja nur Hartkernmunition haben und die Hartkernmunition hier im Spiel nicht so wirklich gut funktioniert, vor allen Dingen nicht die APDS, ist es tatsächlich eine Sache. Oh, da muss man Bock drauf haben und da muss man wirklich leidensgeprüft sein. Aber das haut dann schon hin und ja, ich denke, der Conway ist ein wirklich, wirklich gutes Beispiel bei den Briten, wie es halt eben auch dann gut funktionieren kann, neben natürlich auch noch anderen Panzern wie Centurion oder auch den Chieftain-Panzern. So, das war jetzt für euch der Conway. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn ihr Bock habt. Teilt das Video gerne. Und wenn ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, dann gerne auch ein Abo dalassen. Ist nur einen Klick entfernt und ich freue mich natürlich weiter über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das wird dann erst nächste Woche kommen, weil ich bin jetzt ein paar Tage im Skiurlaub. Wünsche euch was. Wir sehen uns. Macht's gut. Euer Raibun.